Hallöchen YouTube, da sind wir wieder. Wir haben beim letzten Mal sehr, sehr erfolgreich eine weitere Mission abgeschlossen. Haben wieder 224 Kreditors. In einem Tag gibt es Vorratslieferungen. Wir haben 4 Illyrium-Kerne bekommen bei der UFO-Landung. Das war schon mega cool. Und lassen hier jetzt einfach mal erstmal noch ein Stückchen weiterlaufen. Nee, nicht jetzt. Keine Informationen. Informationen haben wir 117, das. So viel ist es gar nicht. Falsche Taste. So, wir hatten die Widerstandskontakte, ne? Angefangen zu Avenger berechnet untersuchen. neuen Kurs. Eine Nachricht für Sie, Commander. Ich stelle sie in Ihr Quartier durch. Ich Dankeschön. habe viel vom Widerstand unter Ihrer Führung erwartet, Commander. Und Sie haben sich übertroffen. Gut, neues Personal verfügbar. Dr. Grace Green und Dr. Landon Harris. Brauchen wir beide nicht. Das decke ich mal nicht auf. So viele Infos haben wir dann gerade doch nicht. Vipongeschosse Alien Code. Die Aliens verbessern. Alien Code. Die Aliens verbessern ihre Verschlüsselung. Alle Informationskosten sind einen Monat lang um 100% erhöht. Nee. Doof. Vorratslieferung. Jawohl. Wir haben das Gebiet noch nicht vollständig. Ist mir doch egal. Abbrechen. Avenger berechnet neuen Kurs. Mal sehen, was passiert, wenn ich morgen meine neue Kraka bekomme. Ich kann dir da vielleicht schon mal ein bisschen die Luft aus den Segeln nehmen. Ich glaube nicht, dass das an der Grafikkarte liegt. Dass du, wenn du irgendeine Gegnergruppe umgehst, das Spiel weiterläuft und ansonsten nicht. Das sieht mir irgendwie nach einer anderen Problematik aus. Pseudostromwertig. Ich mach's nur ungern. Aber du bist der Einzige, der das tun kann. Du weißt, dass ich es selbst tun würde, wenn ich könnte. Das Tor ist jetzt bereit. Ist das Objekt soweit? Wer ist das Objekt? Ich habe Rover mit den Überresten des Kodex für uns verdrahtet. Er sollte das gleiche Signal ausstrahlen, mit dem der Kodex durch das Tor kam. Sehr gut. Fangen wir an. Der Gremlin sieht lustig aus. Wir haben gesehen, wie der Kodex einen ähnlichen Riss geöffnet hat. Ihrem Gerät wird nichts passieren. Los, wir zeichnen über alle Spektren auf. Denker. Speck. Rein. Mach ein paar schnelle Messungen und dann wieder zurück. Okay. Sehen Sie das? Es scheint, als würde unser Signal empfangen. Erhöhe Energie. Sieht nicht wie ein Ort aus, an dem wir schon waren. Oder wie irgendein anderer Ort auf der Erde. Vielleicht ist das die Quelle. Sozusagen der Sitz der Macht der Aliens. Über alle physikalischen Grenzen gesichert. Nur ein Weg, das herauszufinden. Los, wir zählen auf dich. Das ist auf keinen Fall gut, Doktor. Es hat funktioniert. Es gab einen Moment, als das Gerät zwischen den Orten war. Allerdings fragte das Tor dann nach einer zweiten Signatur. Ah, ich verstehe. Einer organischen Signatur. Als wir die nicht liefern konnten, generierte es eine Art Resonanzimpuls. Offensichtlich. Wenn der Kodex die Tür erzeugt, ist diese organische Signatur der Schlüssel. Wir müssen den richtigen Schlüssel finden, bevor wir es nochmal versuchen. Damit das hier nicht mit etwas Organischem passiert. Stimmt. Ich informiere sofort den Commander darüber. Ich vermute ganz stark, dass wir diese organische Komponente in der zweiten Mission bekommen. Codename Hieroglyphe.
Bin ich froh, dass das nur Rover war und nicht Data. Oh, das hätte Shadow aber auch nicht zugelassen. So, haben wir noch Schattenprojekt? Irgendwas haben wir doch noch. Die Avatar-Autopsie. Alle anderen Schattenprojekte müssen abgeschlossen sein. Okay, sind sie doch. Oder zählt da dann diese mit diesem Fiolenkrempel? Das zählt wahrscheinlich auch noch dazu. Gut, dann würde ich jetzt gerne die Vorräte einsacken. Hoffentlich geht das noch gut. Roll. Roll. Ausbildung zum Anführer abgeschlossen. Machen wir doch direkt weiter. Ja, das war jetzt wieder total überflüssig. Ja. All in. Bitte einmal. Ja, Plünderer ist einfach zu gut. So, hätten wir dieses. Come on. Yes. Vorratslieferung komplett. Zum Widerstandshauptquartier zurückkehren. Ja. Ostafrika. Neues Personal verfügbar. Das ignorieren wir mal kurz. Ach so, Moment. Schwarzmarkt. Avenger berechnet neuen Kurs. Mhm. Ditto? Was hat denn Ditto damit zu tun? Der Markt ist offen. So, wir können noch mal kurz was verkaufen, was wir nicht brauchen. Zum Beispiel. Den Torwächterpanzer. Geschützwrack. So. Die MP-Bombe, Advent Mac-Frax, die können auch weg. Gedankenschild, glaube ich nicht, dass ich da noch allzu viele von baue, um ehrlich zu sein. Behalten wir mal 2. Imitationsgerät, behalte ich irgendwie auch mal 2 Chrysalidenleichen. Mein Gott, Höllengewebe. So. Ach, da schicken auch 4. Nano-Medikit. So viel brauche ich da gar nicht zu behalten. Spinnenanzug. Bauen wir keinen einzigen mehr. Können alle weg. Nano-Schuppenweste und Exo-Anzug. Bauen wir auch keinen einzigen mehr. Die können alle weg. So. Bestätigen. Kaufen. Vorräte brauche ich jetzt aktuell mal keine kaufen. Überragende Dings, Beweglichkeit. Es kostet alles Informationen. Wir haben echt ein kleines Infoproblem. Ich sollte vielleicht doch die Informationen noch einsammeln auf der Karte. Überragende Magazinerweiterung. Überragender Schaft. Überragendes Zielfernrohr. 39. 62 Info. Ja, es ist eine Menge. Also ich würde diese überragenden Geschichten halt einfach gerne kaufen, um im Zweifel zu gucken, wo wir noch Waffen verbessern können. Ich will jetzt halt nicht nachgucken und kaufen und nachgucken und kaufen, weil 13 Info sind eigentlich nicht so viel. Da wir aber nur 117 haben, würde ich ganz gerne mal tatsächlich die Informationen einsammeln. Da funkt uns aber jetzt bestimmt wieder eine Mission dazwischen. Deswegen, bevor wir beginnen, die Infos zu sammeln. Wir brauchen auch noch jede Menge Informationen zum Kontakt herstellen und zum Ausbauen, ne? So, jetzt müssen wir mal nachdenken. Ich würde ja ganz gerne, ich baue auf jeden Fall. Hey, Commander. Hallo. Gegenstände herstellen. So. Granatentechnisch brauche ich nichts mehr. Hier wollte ich auch gar nicht hin. In den Testbereich wollte ich doch. Projekt wählen. Ich wollte gerne noch einen zweiten War-Anzug bauen. Für unseren zweiten
Grenadier. So, danke. Und dann überlege ich, mal einen Geistanzug zu bauen. Einfach, weil wir ihn noch nicht gebaut haben und noch nicht ausprobiert haben. Ansonsten experimentelle Munition. Experimentelle schwere Waffe macht keinen Sinn. Energiewaffe ist quasi die Aufrüstung zur schweren Waffe. Experimentelle Rüstung kann ich mir auch nicht vorstellen, dass da noch irgendwas Ordentliches bei rumkommt. Granaten haben wir eigentlich genug Arten und auch nicht so viele Granatenslots. Insofern bauen wir mal noch einen Geistanzug und einen Waranzug. So, das dauert jetzt erstmal noch 10 Tage. Ah, boah. Und alles andere... Ich heb mir die Illyrium-Kerne jetzt einfach nochmal auf. Warum auch nicht. Und wir werden das Energierelais noch weiter ausbauen. Energierelais verbessert. So, jetzt sind wir nämlich schon wieder bei 54 Energie. Das reicht ja lässig. Aber sowas von lässig. Haben wir jetzt eigentlich alles ausgebaut? Testbereich können wir gar nicht ausbauen. Achso, wenn wir es nicht ausgebaut hätten, würden auch noch Pfeile dran sein, oder? Die Kommunikationszentralen sind ausgebaut, das Energierelais ist komplett ausgebaut, ja. Das Einzige, was wir noch machen könnten, wir könnten jetzt hier noch irgendwo... so ein olles Labor hinfenstern. Und eine Verteidigungsmatrix. Aber bevor ich das mache, würde ich gerne erstmal gucken. 2 Energie, 5 Energie... 8 Energie. Ja, reicht ja so schon fast. Bevor ich das baue, würde ich aber gerne mal gucken. Wie weit wir mit den Kontakten noch kommen, ob wir vielleicht noch tatsächlich eher noch eine dritte Kommunikationszentrale bauen müssen. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Spiel speichern. LP2. So, soldatentechnisch sollte alles wieder fit sein. Nicht verfügbar einer. Das hat aber alles seine Richtigkeit. Hey, Commander. Hallo. Wir können ja mal aus Spaß an der Freude 2 so Höllengewebe bauen. Und vielleicht... Nee, die Munde... Ich hätte einfach gern nur für alle Leute eine Rüstung und für alle Leute Waffen, dass ich nicht ständig Rüstung und Waffen hin und her switchen muss. Und ansonsten die Gegenstände hin und her zu schieben, das ist eigentlich kein Problem. Ich habe halt nur nicht so die Böcke... jedes Mal die Rüstung dann immer noch zu wechseln. Das haben wir nun lang genug gemacht. Und im Moment können wir uns absolut leisten, mal ein bisschen mit der Kohle zu protzen. Mal Fuffis durch den Club schmeißen, weißt du? So, wir wollten... Speichern nochmal. Ich habe die Höllengewebe nach dem Speichern gebaut. Ich glaube ja, ne? So, kann ja nichts schaden, welche zu haben. Weil falls man mal nicht weiß, was man den Leuten mitgibt, kriegen sie halt einfach so ein Höllengewebe-Dings. So, und jetzt hätte ich gern die Infos, um ehrlich zu sein. Das wird nicht ohne Zwischenmission gut gehen. Yep. Nachricht vom Widerstand. Operation Klammeradler. Hatten wir nicht eben den dunklen Adler? Befreie VIP. Oh, es gibt einen Ingenieur. Das ist doch schon mal gut. Andreas Türk. Nee, Mohammed Turk.
Und Informationen, Mensch, den Einsatz, den nehmen wir doch mega gerne mit. 9 Gegner gerade mal, das ist ja Larifari. Das ist ja Larifari. Operation Klammeradler. Einsatz starten. Setze Kurs auf die Arktis. Wir werden jetzt tatsächlich, ich habe mich doch dazu entschieden, den Spark mal durchzuleveln. Das heißt, wir werden jetzt erstmal ja den Spark durchziehen und hochziehen. Und schauen, also die anderen Soldaten, die 4, die wir noch haben, würde ich schon gerne noch hochziehen. Hier will ich mal ganz kurz gucken. Ah ne, das sehe ich auch hier. Weil es auch interessant ist, zu sehen, was sie noch für versteckte Fähigkeiten kriegen. Finde ich zum Beispiel mega interessant. Das heißt, wir könnten jetzt auch schon drüber nachdenken, den General mal mitzunehmen. Und mit hochzuleveln. Wir haben echt viele Grenadiere, ne? Macht aber nichts. Auf jeden Fall kommt Luftschuss mit. Keine Diskussion. Wenn wir aber Luftschuss und General und Nummer 5. General, ich weiß ja nicht. Ich will mir den mal ganz kurz angucken. Was haben wir denn bei ihm geskillt? Den haben wir ja ein wenig links liegen lassen. Den guten General. Ah gut, da sind wir schon die Schiene gegangen, dass wir hin und her geswitcht sind. Okay. Ja, würde sicherlich auch keine schlechte Figur machen, ne? Muss man ehrlich mal sagen. Gucken wir doch einfach mal. Nehmen wir doch mal wieder den General mit. Das kann ja alles nichts schaden. Und Nummer 5 kommt mit. Und zur Sicherheit. Was heißt zur Sicherheit? Wir brauchen eigentlich keine Sicherheit. Da nehmen wir Shadow auf jeden Fall mal mit. Nehmen Cherry mit. Hier fehlt jetzt noch ein Sniper. Dann ist eine Ratsmission. Ich nehme mal wieder Legolas mit. Ich würde echt gern mit Legolas mal irgendwie eine richtig fiese Serie starten. Da hätte ich echt mal übelst Böcke drauf. Wir geben die Ausrüstungsgegenstände frei. Wir geben erstmal noch alle Rüstungen frei. Wobei, das war unnötig. Weil War-Anzüge haben wir ja... Ach, wo ist er denn? Warum habe ich nur... Achso, der ist noch gar nicht fertig, also war es doch nicht unnötig. Haha! Magazinerweiterung und ein Schaft. Können wir da noch irgendwas... Moment. Du hattest die. Stecher und Automatiklader. Okay. So, was gibt's denn hier für dich? Den Blasterwerfer natürlich. Plasmagranate im Granatenslot. Und die... Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Die Frostbombe. So. Hier hätten wir die Rage-Rüstung mit der Schreddersturmkanone. Achso, hier müssen wir jetzt wieder ein bisschen anders rangehen. Wo ist Elessia? 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 Da. Einmal die Äxte weg. Und die Äxte hin. So, hier gibt es aber keine Granate. Hier gibt es die Krallengeschosse.
Sieht gut aus. Ist gekauft. Du bist noch fit. Hier müssen wir wieder switchen. Hier gibt es zum einen Drachengeschosse, zum anderen das Imitationsgerät. So, hier stellt sich jetzt wieder die Frage, Gefechtsscanner oder vielleicht mal ein Höllengewebe. Macht natürlich auch mehr Sinn auf Nahkämpfern. Die zwei Gesundheit mehr, ich sehe den Nutzen nicht. Da habe ich vielleicht eher nochmal für den Fall der Fälle so einen ollen Gefechtsscanner in der Hinterhand. Da habe ich im Zweifel einen höheren Nutzen von. Ja, dann sind wir schon wieder fertig, oder? Los geht's. Scavenger eingesetzt. Grünes Licht für Teameinsatz. Jawohl, ab geht die Post. Was ist mit Nummer 5? Was soll sein? Advent-Truppen befördern eine VIP an Bord eines Transporters durch das Novgorod. Und der Widerstand hat um eine Rettungsoperation gebeten. Ist das nicht in Sibirien? Das Tier wird bestens geschützt sein. Sichern Sie das Gebiet und schalten Sie alle Feinde aus, um die Rettung zu beschleunigen. Definitiv Russland. Jo. Definitiv. Bom. Wir sind da. Meines 1-5 haben bestätigten Aufenthaltsort der VIP. Zum Treffpunkt vorrücken. Eliminieren Sie alle Feinde. Warum sehe ich denn seit neuestem, wenn wir über die Map scrollen, die Gegner? Das ist irgendwie auch nicht gut. Das will ich nicht. Ich will ja nicht sehen, wo wir Gegner haben. Das ist total doof. Finde ich echt ein bisschen scheiße. Und wir sind wieder unten in der Ecke. Das ist gut zu wissen. Spiel speichern. Missionsbeginn. So. Ja, von den 107 Informationen, die wir hier bekommen, hauen wir auch gleich wieder ein paar an 60 auf den Kopf. Was habe ich ausgerechnet? 63? Habe ich da richtig gerechnet? 3 mal 13 sind 39, 4 und 3 sind 63, jawohl. Ne, 62. Ich lüge voll. So, wo war jetzt die olle VIP? Bitteschön. Ah ja, das ist ja wieder ein leichtes, ne? Das ist ja nicht so... Ja, das ist nicht so... Nee, das kriegen wir hin. Pass mal auf. Der General. Der kann doch bestimmt schon mal... Vielleicht... nach hier oben gehen mit dem Risiko, dass wir auf dem Dach Gegner haben. Ich habe auch gar nicht geguckt, was für Gegner da sind. Ich habe gesehen, 9 Stück. Kann so schlimm nicht sein. Enemy sighted. Komm
kommt natürlich auch immer noch Verstärkung mit. Ich gehe auf jeden Fall aufs Dach. Ich fräse den Großteil erstmal vom Dach weg. Macht ja auch nur Sinn. Ich drück mal ganz kurz F5. Nicht, dass er hier Nano schon wieder Randale macht. Hallo. Na gut. Alles gut gegangen. Alles gut gegangen. So, jetzt haben wir schon mal die beiden, die irgendwie noch Kills landen müssen, haben wir schon mal oben platziert. Das ist ja schon mal ganz, ganz passabel. Oh, Moment, Luftschuss. Da war ja was. Geh mal nach. Tja. Geh mal nach. Da hat er keine Deckung. Da rennt er in die Gegnerz. Ja, gut. Ne, da auch schon, ja, schade. Da sowieso. Habe ein bisschen Rückenaua gerade. Warum ist da ein Bild von Legolas? Seht ihr das? Lass mal diese Litfaßsäule weiterdrehen. Erst ein bisschen Autowerbung. Ja, keine Ahnung, hier voll die neueste Familienkutsche und so. Voll der super SUV und dann ein Bild von Legolas. Hallo? Meistgesuchter XCOM-Soldat oder was? Oder ist er mittlerweile schon Werbegesicht für... Keine Ahnung. Für Inneneinrichtungen. Weil er mal alles kaputt schießt. Kann man gut verkaufen. Ja, hierhin, ja, irgendwie neige ich aber dazu, mit allen erstmal irgendwie aufs Dach zu gehen. Also hauen wir uns da einfach auf einen Fleck und freuen uns des Lebens. Wir haben natürlich ein dezentes Problem. Wenn die uns gleich sehen. Also falls die nicht statisch sind und sich nach vorne auf uns zubewegen, falls das eine Patrouille ist, haben wir gleich echt ein, ja, ein ganz kleines Problemchen, ne? Das wird lustig. Die haben sich optimal für uns bewegt. Aber sowas von optimal... Optimaler geht's ja gar nicht. Mehr optimal geht nix. So, dann müssen wir uns aber jetzt mal so platzieren. Pass mal auf. Luftschuss. Mal nach da. Gut. Ihr habt keine Deckung, weil... Einfach weil. So, mit Legolas können wir jetzt die Killzone setzen. Machen wir auch mal. Ja, die Abschusszone, wie auch immer. Nennt es, wie ihr wollt. Killzone confirmed. Jo. Killzone confirmed. Oh, hier können wir... Oh. Shadow. Bist du nah genug dran zum Hacken? Ja. Gucken wir doch mal. Da sind immer Soldatengesichter. Most wanted. Das ist mir tatsächlich das erste Mal aufgefallen irgendwie. Oder für Gesichtscreme. Oder das. Kleiner Infospeicher. Bei Fehlschlag kein bei Fehlschlag Feedback-Effekt. Ne, dann nehmen wir den kleinen Infospeicher auf jeden Fall mit.
Ja, komm, ich hack das direkt. Sehr schön. Bis zum nächsten Mal, Doberfehl. Ciao, ciao. So, jetzt können wir nämlich trotzdem noch... mit dem General Overwatch Others. Die werden jetzt sowieso zerfetzt. Also da brauchen wir gar nicht... da gibt's kein Vertun. Ach nee. Hallo. Daneben. Unmöglich. Target neutralized. Zack. Weggeholzt. Impressed yet? Warum hat denn Luftschuss keinen, was macht er denn? Position compromessa. Incoming over here! Mal eben mitten in die Meute rein. Sehr schön. Das freut mich, dass du ihn neutralisiert hast. Du alter italienischer Hengst, du. So. Das waren die ersten drei. Nano, Nano? Stampf, Stampf, Stampf. Ja. Das trifft's ziemlich gut. Soll ich etwa nur irgendwelche Ziele identifizieren? Mhm. Schildträger als erstes umholzen. Kriegen wir hin. Kriegen wir sicherlich hin. Können wir fast noch eine Plasmagranate reinholzen. Müssen wir uns ein bisschen bewegen. Naja, Bewegung ist jetzt nicht so toll. Nee, Spaß. Kriegen wir auf jeden Fall hin, denke ich doch. Halbe Deckung, volle Deckung. Ja, ja, pass auf, wir machen das auf jeden Fall mit einer zweiten Granate. Heading out. Ist ja keiner im Feuerschutz, oder? Habe ich das wieder vergessen? Nee, okay. So, Plasmagranate. Kriege ich euch beide? Ja, wunderbar. Zack! Alter, Nummer 5 hat echt bescheidene Trefferwahrscheinlichkeiten. Das ist echt nicht schön. Oh, guck mal, wir könnten aber doppelkillen. Mit dem Plasma-Blaster. Wollen wir das mal machen? Das wollen wir mal machen. Was weg ist, ist weg. Darf ich vorstellen, der Weltmeister im Alien-Tönen. Es war übrigens ziemlich geil, dass wir nicht die Attacke geskillt haben, sondern den Regenmacher, weil dadurch haben wir jetzt nicht nur einen feldbreiten Streifen gehabt, sondern einen dreifeldbreiten Streifen. Und damit kann man natürlich auch mit dem Plasma-Blaster richtig gut arbeiten. Also Nano-Nano wird doch immer besser. Das gefällt mir. So, den anderen kriegen wir dich vielleicht mit Luftschuss irgendwie gekillt. Kriegen wir es hin? Sturm und Schuss? Hast du schon Sturm und Schuss? Hast du überhaupt Sturm und Schuss? Sturm und Schuss habe ich dir gar nicht geskillt, okay. Kann das sein, dass Luft die ein bisschen verskillt ist? Ähm...
Guck mal, wir könnten ihm auch einen Schwerthieb geben, allerdings killt er nicht. Legilas. Legilas? Du kannst den doch bestimmt im schlimmsten Fall killen. Also im schlimmsten Fall, oh Moment mal. Was hatten die gerade gesagt? Da kam gerade irgendwas von wegen Greetings. Hören wir das nochmal? Nö. Dann nicht. Wir könnten natürlich auch mit Luftschuss hier hingehen. Das wäre eine Flankierung. Ich überlege halt, ob ich schon so weit möchte, aber es können ja eigentlich nur noch irgendwo anders drei Gegner sein und die sollten, glaube ich, auch irgendwie nicht so gefährlich sein, oder? Wir gehen erstmal hier runter und gucken, was wir von hier unten für eine Trefferwahrscheinlichkeit haben. Wenn die halbwegs passabel ist, ist sie nicht. So, pass auf, dann gehen wir jetzt aber auf jeden Fall hier hin. Mr. Movendo. Alles cool, pass auf. Cherry, zu dir wollte ich doch. Bist du zu weit weg zum Inspirieren, oder was? Offensichtlich. Roger that. Wollt jetzt eigentlich Lufti inspirieren? Ah, bitte. We have nothing to fear. Geht doch. Kommt mir das nur so vor, da fordern die Advents nicht mehr Verstärkung an. Die Verstärkung kommt sicherlich, sobald wir die VIP in unserem Gewahrsam, nenne ich es mal, haben. Zack. Bumm. Und weg. Okay, ich wusste nicht, dass der Regenmacher sich so auf den Plasmablaster auswirkt. Das ist ein wirklich schöner Wirkungsbereich. Ja. Jap, 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 jap. Das ist wirklich schön. Jo, dann würde ich sagen, holen wir irgendwie noch Shadow ein bisschen näher an die Truppe ran. Mal nach da vorne. Die stehen alle so nah beieinander, ey. Joa, Legilas, ne? Distanzschutz, würde ich sagen. Lufti, du bleibst, wo du bist. Wobei, eigentlich kannst du auch schon Schritt nach vorne gehen. Warte in Position. Amone. Mein Gott, hier Shepard's gerade wieder. Hä, Commander Shepard. Gut, ich würde sagen, das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Wir sehen uns hier in der nächsten Folge wieder. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ciao, ciao. Bis, ja, zum nächsten Mal halt, ne? Tschüssi.